Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal zu einem mehr erfahrenen Menschen von Informationen, wo sie sagen, ja, das glaube ich. Ja, das kann so sein. Und ich verwerfe es und sage, das ist doch alles Schwachsinn, natürlich. Und weil das so ist, machen wir hier den Ton auf zu einem Schwachsinn, den Sie Ihren Lebtag noch nicht gehört haben. Sie werden sich sicher bestens unterhalten fühlen. Natürlich, das tun wir, weil wir einfach mal ein Vermittlungsbedürfnis unserer selbst an Informationen haben. So ist es nun einmal. Ja, Menschen sind informationsabhängig, Menschen reden gerne miteinander, natürlich. Und dafür sagen wir einfach mal, Ton auf und Ton ab hier. Na, es ist ja wieder hier, alles wackelt hier schon wieder. Das ist aber auch unmöglich hier. Ja, man, da muss ja mal der Monteur kommen jetzt hier, aber das geht doch nicht mehr so weiter. Nein, nein, also jetzt geht es aber noch immer noch mal ein bisschen hier jetzt hier. Ja, nein, so. Wunderbar, Ton ab. Ja, ich hab Sie da mal eingeladen. Sie sind da das auf eine Geschichte gestoßen. Das könnte Ihnen eigentlich gar keine Zeitung erzählen oder ein TV-Sender sowas. Das geht eigentlich gar nicht. Also wenn Sie so eine Geschichte, da müssen Sie irgendwie da in Informationsdrähten mit sich stehen, wo Sie sagen, ja, also es kommt es vom Himmel oder was ist das eigentlich da? Ja, oder natürlich, das Internet macht ja heute auch einiges möglich, ne? Und genau da kommen Sie doch mal zu dem, was Sie da als einer der irresten und absolut, ja, also Geschichten da für sich vernommen haben, wo Sie sagen, das gibt es nicht. Das war das Schärfste, was Sie überhaupt je da Ihrer Zeit in Ihrem Leben so da mal erlebt haben, was so öffentliche Medien betrifft. Ja, können Sie da jetzt mal kommen? Kommen Sie mal, dann machen Sie das doch nochmal. Ja. Ja, Sie haben mir doch da vorher schon was gesagt. Ja, dann fangen Sie doch mal an. Na. Ja, das kann ich machen. Ich sag Ihnen mal, das glauben Sie nicht, ja. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Sie schauen in ein anderes Land, das ist Ihnen vollkommen fremd. Das haben Sie ja vielleicht noch nicht einmal bereist. Und es flattern Ihnen da Informationen aus diesem Land einfach so auf Ihre Bildfläche zu solchen, dass Sie sagen, oh ja, das informiert mich auch. Ja, und da sage ich einfach mal, das ist jetzt die Ukraine. Ja, so, ja, was hat sich da abgespielt? Ganz einfach, ich mache das mal so in einer Art Kurz-Rundumschlag irgendwie als solches, dass die Groteske als solche, was sich dazu getragen hat, dass Ihnen das auch wirklich mal irgendwie kristallklar vor Augen steht, ja. Das mache ich da einfach mal, ja. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Es ist auch klar, dass jedes Land natürlich, sagen wir, die Flotte seines Mainstreams hat. Also Deutschland hat eben mal ARD oder, ja, da gibt es, da weiß ich nicht, da in Amerika ABC zum Beispiel. Die Franzosen haben sicherlich ihre ersten, zweiten Programme fürs Fernsehen. Italien, all dieses, das ist doch mal klar. Das sieht man heutzutage auch über Satellit. Das ist doch kein Geheimnis, ne? So, nun wissen wir das mal, dass das so ist. Schön, nach Osteuropa ist der Blick immer etwas schwierig, weil der Westen sich in den slawischen Sprachen doch recht geringfügig bewandert hält. Nun gibt es aber trotzdem immer noch irgendwelche Übersetzungen und Übersetzer und es fließen doch einige Informationen doch immer wieder spärlich auch nach dem Westen, so ist es nun einmal. Und da berichte ich einfach mal, was man da so erleben konnte. Ja, so, Sie stellen sich Folgendes vor. Das Fernsehen geht am Abend in der Ukraine auf, ja, ja, und auf einmal sehen Sie da, oh ja, es ist ein Mensch, ja, kriminell, ja, natürlich, das ist der da zu Tode gekommen in einer Wohnung, ein Blechkasten, ein Zinksack oder was immer das sein soll, ja, da steht vor der Haustür ein Notarztwagen oder irgendwas da irgendwie so und Polizei natürlich auch und der Hype geht da los als solches, oh, welch grausame kriminelle Straftat, natürlich, ja, es war ja vorher noch einer vor der Tür, angeblich, ja, und man könnte ja auch einen benennen, wer könnte es ja auch gewesen sein und all dieses Affentheater geht dann mal alles ganz schnell so in die Fakten als solches, da über Minuten, ja, so, und dann beruhigt sich das etwas ein wenig und dann kommt es auf einen Tag später oder so ähnlich, ja, und dann kommt auf einmal über
internationale Medien, weiß ich doch nicht, das Internet hier, weiß der Geier, wer das hier da ins Netz gesetzt hat. Auf einmal gibt es da eine Konferenz, ja, und da Geheimdienstler der Ukraine, ich kenne ja nicht mal deren ihren Namen da, wie die sich da nennen, da weiß ich nicht, CIA sind die bestimmt nicht. Also die Ukraine hat einen Geheimdienst und da gibt es eine Information. Da wundert sich doch einer, der sitzt da im Publikum und dann sagen die, oh, wir hier beim Geheimdienst der Ukraine, wir haben hier mal ein Meeting und da müssen wir doch mal was und so weiter und wir sagen uns was an und so weiter. Aber einer da, der Gäste, sagt sich einfach, mein Gott, der da über die Bühne da geistert, der war doch gestern noch im Fernsehen, der war tot, der war da mausetot, nein, der war tot, der kann nicht hier rumlaufen. Und das gefällt mir nicht, das werde ich jetzt veräußern, das hänge ich an die Glocke, ich sage, der Mann ist nicht tot, ein Ermordeter, der geistert hier einfach durch die Welt. Können Sie sich das vorstellen? Ist nicht glaubwürdig, ne? Aber es hat sich so zugetragen. So, und jetzt kommt die nächste Frage, was steckt dahinter? Ja, das ist es. Das kann ich ja, da fragen Sie irgendetwas. Ja, so, und dann sagen Sie sich, naja, vielleicht schaffen Sie ein bisschen zu recherchieren. Und Sie recherchieren irgendetwas. Und Sie lernen in Ihren Recherchen, ja, der Mann, der da irgendwie den Geheimdienstlern da irgendwo zu einem Meeting auch zugeordnet war, als Toter. Ne, er war ja vorher schon, Totentag vorher. Der ist auch journalistisch tätig. Ja, welche Art von Journalismus ist mir hier fast schleierhaft, aber er hat eben auch aus Kriegsgebieten da, des Südens da, weiß ich nicht, da, vielleicht Richtung Kaukasus oder irgendetwas hat er da berichtet. Ja. So. Na, weiß der Geier, was der berichtet hat. Das sind alle möglichen Fragen, ja. So, und dann gibt es auch einige Privatinformationen über diesen Menschen. Er ist sozusagen eine Art Philosemit, also Judenliebhaber. Oder selbst Jude, geistert durch Synagogen, hält dort Vorträge. Also, er ist eine Person, die sich eine Nähe zum Judentum hält oder selbst Jude ist oder glaubt, Jude zu sein, ich weiß das nicht. Man trifft ihn auf Bildern da irgendwo, Klagemauer und so weiter, auch mal in einer Synagoge und so weiter. Solche Bilder sind da einfach mal von dem Typen da veröffentlicht, der da angeblich tot war. So, was wird denn hier eigentlich aufgespielt? Bestimmte Verdächtigung? Eine Komödie, eine Art von Weltkomödie, oh, wir spielen hier mal was auf, oh, das wollten wir alles so aufspielen, um bestimmte Dinge hier zu erzählen, oder welche Form von Realitäten stecken dahinter? Das sind all diese Fragen, die letztlich offen bleiben. Und das Abschrecken als solches, also dass sie sagen, das Ganze da, das schreckt mich ab, da ist einer tot und der ist nicht tot, genau diese Schockiertheit. Schreckt denn so dermaßen ab, dass sie sagen, nein, ich fasse das nicht mehr an. Diese Geschichte ist mir sowas von heimtückisch, hinterhältig, so unvertraut, dass ich einfach mal sage, das fasse ich nicht mal mehr mit der Beißzange an, diesen Schmutz, da, was sich da abspielt als solches. Das ist doch einfach mal klar. Ist das eine Art von Tyrannei? Will man Menschen irgendwie vollkommen irre machen? Wie wollte sich derjenige jetzt verantworten, der da sagt, ich spiele da solche Geschichten auf? Also man kann auch Vertrauen mit Gewalt verspielen, das geht auch. Ja? Mir ist nicht, also mir ist einfach mal klar, dass man wirklich mit Gewalt Vertrauen verspielen wollte. Denn derjenige, der sich da am Abend irgendwo zu einem Geheimdiensttreffen dort irgendwo da öffentlich macht und ein anderer filmt ihn dabei, oh du Totgemachter, du läufst hier heute lebend rum. Das muss doch irgendwo alles noch gewollt gewesen sein im Nachhinein. So dumm kann doch kein Mensch mehr sein, das geht doch eigentlich alles gar nicht. Also für wie naiv und wie dumm. Also wenn es so viel Naivität von Menschen gibt oder so viel primitive Verdummung oder primitive Rumtrickserei, wo man mal sagt, das ist doch, das erzählen sich kleine Kinder so im Vorschul-, Kindergartenalter oder so ähnlich. Nichts gegen Kinder als solches, das ist immer jetzt Quatsch, aber zum Vergleich, für wie naiv man da sowas aufgespielt ist von
öffentlichen Informationen halten soll. Da fragt man sich, ob die nicht mehr bei Trost sind. Ob die, die sind doch krank irgendwo. Das ist doch lächerlich, sowas von, ja. Also so eine Geschichte ist einfach so lächerlich, ja. Also meine Rekonstruktion als solche ist ja nun mal einfach diese. Dass man sich fragt, also der für mich ist einfach mal die Besichtigung zu einer sich da recherchierenden oder Einsichten von Geschichte als solches, meine Kernfrage ist da, oder meine Zentrik als solches, wovon ich da nicht wegkomme, ist einfach mal die, dass ich sage, es geht um die Vertrautheit. Was sie glauben, was man glauben soll. Da stellt sich einer hin und sagt, ich bin tot und lebe. Würden Sie denen eigentlich glauben, dass er Jude, Deutscher oder Russe ist? Das glaubt man eigentlich auch nicht mehr. Wenn einer so ein Ding bringt und sagt, ich bin tot und lebe, den glauben Sie nichts, überhaupt nichts, weder irgendetwas. Das ist es, was ich meine. Mit welchem Maß man sich Vertrauen verspielt als solches. Und war dies gewollt? Das hat irgendetwas mit, also, Irrenanstalt oder so ähnlich, ja? Mit was anderes, da laufen Menschen in Freiheit rum, die scheinbar so irre sind und ihre Mitmenschen sowas hinters Licht spielen wollen vom Irresein, dass sie sagen, also, eine öffentliche Irrenanstalt scheint es da zu geben. Natürlich möchte man sich jetzt in die gesamte Ukraine nicht zum öffentlichen Irrenhaus daher stempeln. Das ist ja nur noch Schwachsinn. Da kann man nicht mal ein Volk einfach sagen, hier, was ist mit euch da alle los? Aber wenn da noch ein paar mehr in der Ukraine rumrennen, die genauso irre sind, für das, was man sich da aufgespielt hat, dann wundert mich nichts mehr, was man sich da an Vertrauen verspielt. Das ist doch nun mal so. Ja, also, aber sie haben das jetzt alles, ja, die Fakten nochmal, ja. Die ich da gesagt habe, ja. Ein Toter lebt wieder, spielt sich als Jude auf, hat aus Kriegsberichten journalistisch berichtet und so weiter. Und geht öffentlich daher und ist sich dessen bewusst, dass er auch erkannt werden kann, im Öffentlichen sich irgendwo öffentlich aufzutreten. Selbst wenn die Geheimdienstsitzung doch sehr separat oder, ja. Also da geht da einer mit dem Handy darum und sagt, hey, sag mal, warum lebst du? Und dann finden die so eine Bilder, er ist da irgendwo Jude und all diesen ganzen Quatsch da. Da glauben sie doch überhaupt nichts mehr. Das ist doch mal so. Ja, das ist er. Ja. Es gibt noch ein paar andere Geschichten, was man da heutzutage alles schon erlebt hat. Ja, das muss ich mal vorstellen. Da lachen sie sich weg, ja. Über so viel Quatsch. Glauben Sie das immer. Glauben Sie das, was Sie in einer, vor allen Dingen das Desavouieren des Journalismus ist mit sich selbst. Ja, nehmen Sie unsere Informationen. Ja, halten Sie sich uns für vertraut als solches. Glauben Sie uns irgendetwas. Da rennen schwarze Schafe in dieser Informationswelt rum. Da fragen Sie sich, ja, ja, es reicht jetzt langsam. Ja, sag wieder zu. Sehr enttäuschend, kann ich dann nur sagen. Ja, und dann haben Sie das mal gehabt. Also das ist auch wirklich eine Geschichte, in Rückschau, ja, wo man sich mal fragt, ja, was kann da mal los gewesen sein? Aber man hoffe mal, ja, dass ja nun nicht all die Dinge des allgemeinen Lebens und des Alltags sich in solche Verrücktheiten da stürzen. Das kann doch auch wirklich, also was Sie da erzählen, das ist ja völlig absurd irgendwie. Das hat man ja auch wirklich kaum, es ist selten gehört sowas, was Sie da sagen. Ja, es ist so. Ja, haben sich amüsiert, ne? Oder unterhalten. Das gibt es nun mal auch. So ist es nun einmal. Ja, ich danke Ihnen auch, ja. Vielen Dank da für Ihre Story da, ja. War einfach wunderbar, was Sie da so erzählen. Einfach, das gibt's doch alles gar nicht. Nee, das gibt's wirklich nicht. Ja, dann war's das mal. Ja, das war's mal. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Kann Information, will Sie da vielleicht mal etwas irre machen? Glauben Sie irgendetwas? Glauben Sie überhaupt nichts? Nennen Sie mal was. Ja, ich auch mir fehlen die Worte. Bleiben Sie uns wohl auf. Ja, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.